Einen wunderschönen guten Abend auf der CMT 2024 in Stuttgart. Wir sind wieder auf dem Stand von Affinity und der Peter steht neben mir. Und er hat was Neues mitgebracht. Ja, eine Weltneuheit auf 6 Meter Basis MAN. Ja. Ein Affinity, 6 Meter lang, 288 hoch für 4 Personen. Da bin ich mal gespannt. Ich habe noch nicht reingeguckt. Beziehungsweise wir sind im Rundgang, sind wir ganz kurz drin gewesen. Ne? Genau, wir haben ja schon mal einen Rundgang gemacht. Und da haben wir ganz kurz nur reingeluschert. Und ich sehe hinten Stockbetten. Stockbetten für zwei Kinder, sage ich mal. Ja. Ein Bett ist 1,76. In der Länge, in der Breite 70 cm, 71 cm und ein Bett ist 1,62. Okay. Das untere Bett kann man kippen, wenn man mal während Transport was mitnehmen möchte. Was genau, sperrig, das wollte ich mir gerade mal fragen. Kann man das hochpacken. Ich komme gerade mal nach hinten. Das ist quasi das größere Bett. Und wie gesagt, wenn man viel Gepäck hat, während der Fahrt kann man das nach oben kippen komplett, die Matratze nach oben legen. Ah. Und ich kann hier nochmal, habe ich einen schönen Raum, da gehen wir ein bisschen nachher mal genau, noch nach nachher hinten, mal hin. Ja, wo man das nochmal demonstrieren kann. Hier ist quasi der Gaskasten drin. Und hier habe ich noch Stauraum. Und das fragt ihr bestimmt, warum sind denn die zwei Knöpfe draußen? Normal sind die drin. Ja. Aber wenn ich das hier meine Anrichte, also ein vergrößerter Arbeitsplatz an der Küche, ja, habe ich, kann ich das dann runter tun und dass es stabil und fest ist, ja, haben wir die Knöpfe da gemacht. So ist es wieder das drin. Ist nicht schlecht. So, dann haben wir hier verschiedene Schubladen. Da haben wir von der Größe her, das ist die kleine, die größere, die mittlere und dann die ganz große. Ja. Und hier haben wir auch nochmal einen schönen Schrank drin. Genau, zeige ich euch mal. Da ist auch der Gasabsperrhahn. Genau. Hier oben, das Bett, das ist starr. Ja, das ist fest. Das ist fest, genau. Aber kann man natürlich auch während der Fahrten Sachen hochtun. Da oben haben wir noch zwei Oberschränke. Hier haben wir noch einen Schrank. Also genügend okay, Platz. Da ist auch noch was. Da ist auch noch ein Schrank hier in der ja. Ecke. Hier oben haben wir noch Laserleuchten, dass der, wo oben liegt, auch Licht hat. Und da ist noch so ein Regal. Da oben ist auch nochmal Platz. Ein Heki haben wir da oben noch. Jawohl, da haben wir den Maxfern. Und wenn er jetzt noch in das Bad reingeht. Ja, das sieht ja schön aufgeräumt aus. Da ist auch noch mal ein Maxfern. Ja, da haben wir, also in dem Auto haben wir zwei platziert. Ja. Zwei Maxfern. Dann haben wir. Ah, ich sehe schon. Das ist die andere Toilette jetzt mal. Ja, das ist schön die gemacht. Die Toilette von Zetford. Und du musst nur die Dusche schnell abnehmen, ja, genau. Mhm. Und dann kannst du die Plastikscheibe nach vorne tun. Und hier so ist noch eine, ne? Wird dann nichts nass, genau. So, und dann hängen wir das wieder ein. Und dann kannst du über der Toilette duschen. Du kannst im Stehen oder auf die Toilette sitzen. Du kannst toll duschen da drin. Machst den Lüfter an den Maxfern, Luft rein, Luft ja, raus. Ja, genau. Wenn man älter wird, kann man sich hinsetzen. Genau. Die Füße waschen. Das ist ja echt bequem, ne? Ja, ja. Ja, da hat er wirklich was gedacht. Du ja. hast auch hier im Bad viele Ablagemöglichkeiten. Du hast dann quasi auch eine Steckdose. Ja. Wenn du Landstrom hast, natürlich kannst du auch einen Wechselrichter einbauen, dass du autark bist und deine Kaffeemaschine oder dein Föhn benutzen kannst, beziehungsweise dein E-Bike wieder laden. Ja. Sehr schön. So, dann haben wir jetzt hier den großen Kühlschrank drin von Dometic. Ach, der ist da oben. Okay. Der ist da oben jetzt. Ja. Quasi von der Seite ja, zum Getränke Öffnen. Getränke sind schon drin. Getränke sind schon drin. Dann kannst du auch, ich mache es auch nochmal von der Seite auf. Kann man von der Seite genau auch nochmal ja. bequem ran. Ja. Ja. Genau, mit Eisfach. Das ist der große 90 Liter. Kannst du aber auch jederzeit oben das Eisfach rausmachen. Mhm. Und dadurch kannst du dann das Vergrößern, das Ganze. Genau. Die Position ist auch ganz interessant. Da kommt man von allen Seiten gut ran. Ne? Ja, wird ja oft gewünscht. Ja. Genau. Auch, dass er nicht unten ist, sondern dass er oben ist. Und in diesem Auto passt, in das, super, MAN, ja. passt das super rein. Ja, passt das super hier rein. Haben wir Display, Nummer 12 Volt, USB-C Steckdose und so weiter. Hier das Bedienpanel quasi für die Heizung. Ich muss gerade mal gucken, was der jetzt gerade drin hat. Der hat Heating, der hat Dieselheizung hat er drin, beziehungsweise wir haben immer die Heizung dann mit den E-Stäben. Das heißt, wenn du
quasi Landstrom hast, wie jetzt, dann könntest wie du jetzt, die... Wie haben wir auch, genau, dann ja. Heizen wir mit E. Das ist cool, ja. Wenn es nicht reicht, kann man noch mit Gas kombinieren oder hier mit Diesel. Du kannst Diesel, es auf ne? Mix machen, genau. Hier haben wir nochmal zwei große Oberschränke. Da kommen wir jetzt hier nicht rein, weil wir ja nur zu... Fürs Vorführen für hier zum Vorführen. Für damit ihr nicht immer das Bett bauen müsst. Genau. Aber ich mache das trotzdem gerne, ja. Weil ich möchte nämlich zeigen, wie schnell das geht. Ja. Das einzigste Aufwand ist eigentlich, dass ich den Tisch weg tue. Mhm. Wir haben den Tisch nur die Füße festgemacht, weil sie uns sind, da ist er, genau, klappbar gemacht natürlich. Denn während der Fahrt lege ich den Tisch aber hinten rein oder lasse ihn einfach stehen. Ja. Jetzt tun wir eigentlich vor und dann ist es ganz easy. Ich gehe hier mit meiner rechten Hand rein, ja. Klappe das raus. Darunter ist jetzt der Frischwassertank. Oh. Da ist der Frisch, okay. Das können wir mal kurz zeigen. Da ist der Frischwassertank mit 110 Liter. Und dann haben wir hier die Heizung. Also wenn ich sie scharf ist auf mache, der Seite, mit dem Frostventil quasi. Ja. So, und dann ziehen wir mal an dem roten. Mhm. So. Ich mache es mal ganz langsam. Da kann man auch hinten noch mal reinschauen, weil da haben wir doch schon noch ein bisschen Plätzle für quasi, wenn du sagst, ich will mein Kopfkissen lassen oder wenn ich einen Topper brauche ja. Oder gerne habe. So, das war das Teil ist ja 1, eine extra Teil 2, Matratze. Fertig. Cool. Ja, du kannst es quasi, wie du willst, weil hier ist der Überstand eigentlich relativ gering. Ah, du ja. Könntest theoretisch jetzt auch hier mit dem Kopf schlafen. Wie groß bist du? 1,80. Ah ja, das passt doch gut. Ja, also das Bett ist 1,92. Mhm. Aber wenn jetzt wirklich ein größerer da ist, dann sage ich immer, streckst einfach die Füße zwischen die Sitze rein. Gell? Ja. Aber von der Breite her ist das ja mit 1,25 auch nicht schlecht. Mhm. Also für zwei Personen optimal. Ja. Und wie das der Jagd ist. Du bist ja, dadurch, dass hier nichts ist, bist du ja auch nicht so beengt. Ne? So ist kannst es. Kannst den Arm nochmal rauslegen. Ne? Ja. Und hier hinten haben wir auch nochmal ein kleines Staufächchen, so ein kleines Geheimfach, wo du ja dann nachher gar nicht siehst, wenn du das hochgeklappt hast. Also das ist ganz gut gelöst. Hier brauchst du nicht einmal einen Topper. Gell? Mhm. Bei den anderen Betten bieten wir quasi einen Topper an, aber hier funktioniert es. Da oben auch nochmal eine Ablagemöglichkeit. Da oben kannst du ein Handy laden. Das zum Handy laden, genau. Ja. Ja, und jetzt sagen wir uns doch mal, wie lang das Fahrzeug ist. Das Auto ist nur 5,99 Meter. Wahnsinn, ne? Ja. Wahnsinn. Klar kannst du sagen, ich fahre, wenn ich nur zu zweit fahre, können wir das hinten anders gestalten. Ja. Da könnten wir zum Beispiel den Gaskasten woanders hinmachen. Ja. Dann könntest du hinten Fahrräder reintun. Ja. So wie bei dem kleinen Freedom, gell? Du machst Vorderräder raus und du kannst Gepäck richtig reintun. Genau. Na, aber auf jeden Fall ein interessantes Fahrzeug. Hier haben wir nochmal Fächer. Ja, da kommen aber noch solche Leisten hin, dass wenn du was drinstehen hast, dass das nicht runterfällt. Immer Ringe rausfallen, gesehen ist. Ja. Ja, und dann haben wir hier nochmal Stauraum. Hier ist nochmal ein großer Kleiderschrank. Den haben wir erst noch vergessen. Und wir haben hier das Bedienteil. Und dann haben wir hier USB-C, USB-A, 12 Volt und nochmal 230 Volt. Also hier ist die Fernsehvorbereitung. Wo habt ihr denn, wo kommt der Fernseher dann hin? Hier? Der Fernseher kommt hier vorne hin. Ach, da kommt er hin. Also das ist nun mal zusätzlich nochmal, wenn hier noch einer einen kleinen Fernseher wahrscheinlich hinmachen möchte. Ja. Ne? Oder wenn man hier nach oben macht. Ja. Hier geht es ja auch. Ne? Ja. Hier könnte es auch machen. Beim M1 muss man halt ganz klar sagen, dass er recht schmal ist. Gell? Ja. Und oben halt du nicht den Platz hast wie beim Fiat. Gell? Mhm. Und deshalb haben wir hier eigentlich gedacht, die Lösung, dass man vielleicht einen, wo hier rauskommt. Ja. Gell? Oder dass man hier fest hinmacht. Da geht es auch, ja. Das geht auch, ja. Du musst halt dann hier aufpassen. Oder dass man es wirklich mit einem leichten Clipsystem macht. Weil wenn du nach vorne läufst, nicht, dass du dann noch halt den Kopf hier anhaust. Ja. Aber eigentlich ist er dann für hier gedacht. Ja. Sehr interessant. So, jetzt klapp mal zurück. Klappe ich mal zurück. Fertig. Super. Jetzt müssen wir mal gucken, wie schön breit die Sitzbank ist. Ja. Natürlich kriegt die Sitzbank noch Isofix, das ist klar. Für die Kindersitze, für die kleinen Schalen. Und, oh ja, super bequem. Vom MAN, von der Basis her, fahren wir immer mit dem stärksten Motor, 177 PS, 8-Gang-Automatik, großes Radio mit Navi und Rückfahrkamera.
LED-Scheinwerfer ist eigentlich Seitenschutz, ist eigentlich alles Standard dann bei uns. Wo liegen wir jetzt preislich bei dem Fahrzeug? Bei dem Auto liegen wir roundabout bei 105.000, 104.000 Euro. Also knacken wir ganz kurz die 100.000er Grenze, aber das ist ja beim MAN ja ziemlich üblich. Ja, ja. In dieser Manufakturausgabe hier, das muss man ja sagen, das ist ja eine ganz besondere Verarbeitung. Gute Dämmung gibt es hier. Da sehr gut isoliert. Gibt es immer nichts zu meckern bei der Verarbeitung. Ich habe jedenfalls noch nichts gehört. Ja. Ja, wir gehen mal nach hinten zur Heckgarage. Ja, genau, da waren wir noch nicht. Was haben wir hier? Das ist der, wir haben ja in dem Auto auch einen doppelten Boden drin. Das heißt, es ist nichts außerhalb vom Auto. Da ist auch der Grauwassertank drin. Okay. Und das ist der Ablauf vom Grauwassertank. Ah ja. Okay. Und da sieht man jetzt auch den Fußgängerschutz. Gell? Ah ja, das hat ja alles. Piepser vorne, Piepser hinten, Piepser an der Seite. Ist alles standardmäßig enthalten. Und hier haben wir jetzt natürlich auch die Fliegenschutztür beim MAN. Auch bei dem Kleinen jetzt. Geht der Deckel zu, genau. Das haben wir dann auch noch. Ah, super. Das ist alles Standard. Auch vorne dann die Verdunklung hier an die Seitenscheiben, an der Frontscheibe. Genau. Und die Fenster ist ja klar, Fliegenschutz oder Verdunklung. Und bei diesem Auto haben wir jetzt in den Hecktüren auch nochmals zwei Fenster drin, gell, dass die quasi auch rausgucken können. Ja. Und natürlich, natürlich klasse, ne? Dann. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe, dass man das hochklappen kann. Ja, hier ist der Gaskasten. Der Gaskasten, ne? Genau. Ja. Und wenn jetzt einer sagen würde, ich will das Auto gasfrei, dann lassen wir den Gaskasten weg. Und ja, dann haben wir noch mehr Platz. Ne? Dann machen wir Dieselheizung und dann hat man noch mehr Platz. Oder könnte ich theoretisch hier auch zwei Fahrräder reintun, wenn ich nur zu zweit fahre. Hier überall schöne Ablagemöglichkeiten nochmals. Und hier unten ist die Elektrik drin, genau. Ja. Haben einen Hauptschalter auch. Solarvorbereitung ist alles dabei. Man kann wählen von 200 bis 240 Watt. Okay. Solar. Ja, ich denke mal, das reicht schon aus. Ja. Für einen Normalverbraucher. Aber ich habe mich auch schon mal reingelegt. Geht gerade so mit Füße wie anziehen. Wie lang sind das denn? Das ist 1,76. 1,76. Genau. Du passt da auf jeden Fall rein. Bei mir wird es schon knapp. Ja. Ja, wieder ein sehr schönes Fahrzeug, Peter. Ich bin immer wieder fasziniert, was für Ideen ihr da habt. Wir lassen uns mal überraschen fürs nächste Fahrzeug. Ne? Ich sage Dankeschön. Ich sage danke. Ja. Ich wünsche euch noch was. Schönen Tag noch. Danke, gleichfalls. Macht's gut. Ciao.